Das ist gut, richtig gut. Ja? Oh ja. Das freut mich. Und ich mag... Die Illustration hat Sie nicht gestört? Haben Sie das gesehen? Ein Lederportemonnaie. Nicht schlecht. Ist Geld drin? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 19. 500 Mäuse. 500 Euro. Sowas. Wem gehört das? Keine Ahnung. Ist doch egal, oder? Total. Aber nur mal aus Neugier. Yvan Brel de Renier. Kennen wir nicht. Keine Telefonnummer. Was machen wir? Ich weiß nicht. Teilen wir? Halbe, halbe. Unglaublich. Wir entscheiden später, was wir damit machen. Was für einen Grund sollte ich haben, das Portemonnaie zurückzugeben? Mal ehrlich. Keinen. Keinen? Gar keinen. 400 Euro. 500. 500. Ich behalte auch was davon. Ich verstehe schon. Der Besitzer ist nicht erreichbar. Er wird nie erfahren, dass ich oder wir ihm das Geld stehlen. Warum sollten wir es ihm zurückgeben? Weil wir uns diese Frage stellen. Laurence de Villers lehrt Philosophie am Centre Sèvres und am Institut Catholique in Paris. Allein, dass wir uns fragen, warum sollte ich? Was soll ich tun? Genau. Sobald ich mich das frage... Eigentlich schon in der Sekunde davor. Es gab einen Moment, in dem wir uns gefragt haben, was sollen wir damit machen? Einen ganz kurzen Moment. Ja, wir haben nicht nur so getan. Den Moment, in dem wir uns fragten, was machen wir jetzt? Die Tatsache, dass alles kurz in der Schwebe ist, was Sie sind, was ich bin, ob wir Geld brauchen, ob wir den Besitzer kennen. Das Ganze drumherum, der Kontext, alles ist gelöscht. Die Auslöschung unserer Geschichte, der Geschichte. Und dieser kurze Schwebezustand... 500 Euro, die uns einfach so in den Schoß fallen. Selbst wenn es nur 10 Euro gewesen wären, hätte es diesen Moment gegeben. Auch dann hätten wir uns gefragt, was soll ich tun? Warum sollten wir? Allein, dass wir uns all das fragen, zeigt, dass wir uns hier im Bereich der Moral bewegen. Ja. Mittendrin. Ein guter Mensch sein. Dieses bemerkenswerte Buch ist von Ihnen, Laurence de Villers. Darüber wollen wir heute sprechen und über das Portemonnaie, das wir zurückgeben oder eben nicht. Wir verraten nichts zu dieser wichtigen Frage. Und noch etwas, da ist kein Zeuge, niemand, der mich dafür verurteilen kann, wenn ich das Portemonnaie behalte. Naja, niemand stimmt nicht ganz. Es gibt jemanden, der mich beobachtet, während ich das tue. Wen? Mich. Sie? Nicht ich, sondern Sie selbst. Ich beobachte mich selbst. Man ist nie allein. Genau das macht die moralische Erfahrung aus. Ich bin zu zweit. Ich bin ein anderer. Ich bin es, die handelt, die zögert und auch gleich anfängt, mich zu beurteilen. Deshalb schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass Moral sich einerseits sehr intim anfühlt, als käme sie unmittelbar von Herzen. Gleichzeitig hat sie etwas von einem Gebot, das unser ganz privater Himmel über uns verhängt. Ich finde, Moral ist ein faszinierender Gegenstand, auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Das Wort Moral ist nicht besonders beliebt. Sie ist faszinierend, wenn man sie sich selbst erschaffen muss. Sie nervt nur dann, wenn sie von außen kommt und keinen Widerspruch duldet. In jedem Fall sind das moralische Fragestellungen. Vorhin sagte ich, jetzt sind wir bei der Moral angekommen, aber im Grunde... Waren wir das schon vorher? Schon längst. Man ist die ganze Zeit mit ihr befasst. Und es stimmt, würde man alle unsere Gedanken untersuchen, die intimsten, aber auch die bedrohlichsten... Allerdings. Dann zeigt sich, dass sie moralgesteuert sind. Man fragt sich, ob man etwas tun darf, auch bei Kleinigkeiten. Man ist ständig damit beschäftigt, sich zu entscheiden, über sich zu entscheiden. Wir sitzen mit im Boot und mehr noch. Die Moral geht mir immer schon voraus. Sie sagten, einerseits ist sie etwas Intimes, andererseits kommt sie von außen. Das ist das Rätselhafte an der Moral. Das Gute zeigt sich mir als Gebot, als etwas, das ich tun muss. Aber ich habe das selbst hergestellt. Und ohne mich existiert es nicht. So ist es. Sie sagten, wir sitzen mit im Boot. Genau das sagt auch Pascal in seinem Hauptwerk Gedanken. Das Wesentliche hat also bereits begonnen. Wir befinden uns nicht im Vorfeld des Lebens und der Moral, sondern wir sind mit ihr auf einer Ebene.
Genau wie er hier. Er geht übrigens auch gleich an Bord, in Jakarta. Und er hat einen Geldschein. Flug Nummer 714 nach Sydney. Das war keine Absicht von uns. Pascal hat an ein Boot gedacht und bei uns ist es ein Flugzeug. Hier haben wir Kapitän Haddock, der sich anders verhält als wir vorhin. Er hat einem Bettler ganz lässig $5 hingeworfen. Was er nicht weiß, es handelt sich bei dem Bettler um einen Milliardär namens Carreras. Haddock gibt sich der Fantasie hin, dass dieser hungrige Mann plötzlich ein gutes Sandwich bekommt und dass der Mann das als Segen empfindet und daraufhin ihn, seinen Wohltäter, ebenfalls segnet. Haddock hält sich für Gott, nicht wahr, Raphael? Absolut. Einen weinenden Gott zwar, aber eben für Gott. Wie deuten Sie diese Träne? Ist das Selbstzufriedenheit? Genau, diese Träne ist ein Ärgernis. Es ist die Träne eines Wohltäters, der sich tief gerührt beglückwünscht. Ich habe jemanden glücklich gemacht, ich bin ein guter Mensch. Also jemand, der über seine eigene Tat in Verzückung gerät, darin steckt eine Menge Eitelkeit. Ja, was das eigene moralische Verhalten angeht und die edle Gesinnung. Aber Laurence, Sie schreiben in Ihrem Buch selbst über moralische Rührung. Und ist das hier nicht ein Beispiel für moralische Rührung? Kapitän Haddock denkt, der Bettler hat etwas zu essen und das macht mir Freude. Schließlich isst er das Sandwich ja nicht selbst, aber trotzdem ist er zufrieden. Man darf moralische Rührung nicht mit Sentimentalität verwechseln. Moral hat nichts mit Gefühlen zu tun, nicht einmal mit guten Gefühlen. Moral ist die Macht, die es mir abverlangt, dass ich gewissermaßen gegen meinen Willen handle. Und zwar ohne, dass ich die Selbstzufriedenheit und Eitelkeit empfinde, die jemand verspürt, der furchtbar stolz darauf ist, Gutes getan zu haben. Um Gutes zu tun, braucht man Abstand von sich selbst. Sich nicht selbst dabei zusehen, wie tugendhaft man ist? Auf keinen Fall. Noch eine Frage, bevor wir uns von diesem Bild abwenden. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der Himmel in den Gedanken, die Haddock Carreras andichtet? Der Himmel sei gepriesen, danke mein Gott, gesegnet sei er. Genau deshalb glaube ich, dass Haddock sich für Gott hält. Es gibt ein Moralverständnis, das von einem besitzenden Gott ausgeht. Ich habe etwas Gutes getan, also gehört es mir. Ich bin ein tugendhafter Mensch, die Hüterin des Tempels. Aber das hat für mich nichts mit Moral zu tun. Das ist Eitelkeit. Ja, eben. Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit. Es kann sogar Mitleid dabei sein, aber Mitleid ist nicht Moral. Ich verhalte mich nicht moralisch, weil ich Mitleid mit jemandem habe, sondern weil ich es mir selbst abverlange, mich moralisch gut zu verhalten, weil ich dieses Gebot verinnerlicht habe. Das stimmt, aber Mitleid heißt auf Griechisch Sympathie, also wörtlich übersetzt mit jemandem leiden. Im Klartext, Sie tun sich weh, ich leide mit. Heißt das, ich erleide ein wenig von Ihrem Schmerz selbst? In diesem Moment schon. Ist das nicht moralisch? Wenn ich einen Schmerz empfinde, der mir erspart geblieben ist, den Sie aber erleiden müssen. Ich muss leider darauf bestehen, Moral hat mit Gefühlen nichts zu tun, auch nicht mit guten Gefühlen. Mitgefühl ist die Fähigkeit, sich in jemand anderen hineinzuversetzen und damit die Schwere der Existenz ein wenig zu lindern. Die Härte, derjenige zu sein, der gerade leidet. Das Mitgefühl und auch das Mitleid ist eher kurzsichtig und auch kurzlebig. Mitgefühl ist meistens Vereinsdenken. Wir haben Mitgefühl mit denen, die wir nett finden. Die uns sympathisch sind. Genau. Wären Sie unansehnlich, hässlich, unsympathisch, fiele es mir etwas schwerer, Ihnen gegenüber wohlwollend zu sein? Na klar. Im dritten Teil des Romans Die Elenden von Victor Hugo führt Jean Valjean, von nun an unter dem Namen Monsieur Madeleine, ein Leben in Saus und Braus. Er ist jetzt eine Standesperson, zieht seine kleine Adoptivtochter Cosette auf und hat bereits einige Millionen verdient. Er ist glücklich. Und eines Tages erfährt er, dass ein ehrlicher Mann namens Jean Mathieu, naja, halbwegs ehrlich, immerhin hat er etwas gestohlen, mit ihm verwechselt wurde und unter dem Namen Jean Valjean auf die Galeeren geschickt werden soll. Was soll er nun machen? Für Victor Hugo ist das der Anlass, das großartige Kapitel Sturm unter einer Schädeldecke zu verfassen. Mein Ziel ist erreicht. Womit gesagt war, dass sein Leben tatsächlich ein Ziel hatte. Aber welches? Seinen Namen zu vertuschen? Die Polizei zu täuschen? Für so ein geringes Ziel sollte er all das getan haben? Gab es denn nicht noch ein anderes, größeres, wahrhaftigeres Ziel? Nicht seinen Leib zu retten, sondern seine Seele? Wieder ehrbar und gut zu werden, ein Gerechter zu sein. War es nicht vor allem das, was er immer wollte und was der Bischof ihm befohlen hatte?
seine Vergangenheit hinter sich zu lassen? Etwas weiter unten kommt Jean Valjean ins Grübeln und sagt sich, dieser Mann muss nun zwar auf die Galeere, aber meiner Treue schließlich hat er gestohlen. Auch wenn ich es nicht wahrhaben will, daran ist nicht zu rütteln. Ich dagegen bleibe hier, ich mache weiter. In 10 Jahren werde ich 10 Millionen verdient haben, die ich im ganzen Land verteile. Ich behalte nichts davon, aber was schert mich das? All das tue ich nicht für mich. Der Wohlstand aller wird wachsen, die Industrie aufblühen, Fabriken und Manufakturen werden aus dem Boden schießen, Hunderte, Tausende von Familien werden glücklich sein, das Land wird bevölkert, wo nichts war, entstehen Dörfer und Bauernhöfe. Das Elend wird verschwinden und damit Ausschweifung, Prostitution, Diebstahl, Mord, alle Laster, alle Verbrechen. Was soll er nun tun? Der Mann ist hin und her gerissen, ob er sein eigenes Unglück heraufbeschwören soll. Und außerdem das seiner Tochter und des ganzen Landes, das von seinem Reichtum abhängt. Und alles, um für das Verbrechen eines anderen verurteilt zu werden, das dieser in seinem Namen begangen hat. Er entscheidet sich dafür, sich zu stellen. Wie verstehen Sie Jean Valjeans Entscheidung, Laurence de Villers? Zunächst eine häufig gestellte Frage. Kann ich der einzige Gerechte sein in einer Welt, in der das Laster herrscht? Ja. Treu doof. Ja, eben. Sozusagen. Wenn man jemanden nett findet, muss man immer dazu sagen, dass es ein Kompliment ist. Nettigkeit klingt erstmal nach Schwäche. Ich will ja nicht lästern, aber die ist wirklich nett. Wenn ich nett bin oder gerecht, werde ich einsam sein. Und vielleicht nicht nur als einzige Gerechte, sondern noch dazu umgeben vom Laster. Das spricht aus den Zeilen, die Sie vorgelesen haben. Was also tun? Es gibt den Aspekt, seine Seele zu retten. Sie werden sagen, aber das ist religiös gedacht, das ist katholisch. Andererseits hätte er sonst seine Tochter gerettet. Er überlegt sich, es wäre doch egoistisch, Glück und Wohlstand für Cosette zu zerstören und das nach ihrer schweren Krankheit, nur damit ich mich gut fühlen kann. Aber um was für ein Opfer geht es denn in diesem Absatz? Gefühle, Mitleid, Liebe. Die Moral verlangt doch mehr von mir, als meine Tochter zu lieben. Und ich werde sie besser lieben können, wenn ich meine Seele gerettet habe. Dann hätte ich Gutes getan und das Gute ist ansteckend. Damit hätte ich gleichzeitig auch Cosette gerettet. Dominique Lamoureux ist Leiter der Abteilung für Ethik und verantwortliches Handeln des französischen Thales-Konzerns für Sicherheit und Verteidigung. Ich fragte vorhin, ob ich Sie so nennen darf. Sie sind also Ethikbeauftragter? Ja. Und als solche haben Sie seit 40 Jahren in großen Unternehmen gearbeitet. Zuerst bei Thomson, dann bei Thales. Dort waren Sie zuständig für Beratung in ethischen Fragen. Wie muss man sich das vorstellen? Es geht darum, in den Unternehmen eine ethische und verantwortungsvolle Vorgehensweise zu entwickeln. Heißt das, Sie bringen Moral in den Kapitalismus? Nein. Ich glaube, und Laurence hat das ja auch schon gesagt, Moral meint eher das Gute oder das Schlechte an sich. Ein Unternehmen, denke ich, hat aber nichts mit Moral zu tun. Hier geht es um technische Fragen. Unternehmen sind amoralisch. Andererseits spielt dort Ethik eine Rolle. Und was bedeutet Ethik für mich? Sie ist mehr als das bloße Einhalten von Gesetzen. Man verhält sich zwar gesetzestreu, aber damit bewegt man sich noch nicht auf der Höhe der Moral. Hier kommt die Ethik ins Spiel. Und das heißt, was von dem, was ich tue, ist gut oder schlecht, hier und jetzt, wenn ich die Anliegen aller Beteiligten berücksichtige. Das betrifft sowohl den Aktionär wie auch den Kunden, die Angestellten. Aber dann bewegen wir uns immer noch im Bereich des Kalküls. Es geht aber darum, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, hier und jetzt, um den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden. Aber vor 10, 11 Jahren, während der großen Bankenkrise, fragten sich alle, kann der Kapitalismus moralisch sein? Und es gab eine Menge Firmenchefs, die aufrichtig erklärten, hört auf, mich wie einen Vampir zu behandeln, auch ich bin ein moralischer Mensch. Damals hätte ich am liebsten geantwortet, ein Unternehmer und Vorgesetzter kann sich keine Befindlichkeiten leisten. Oder aber, falls er sich moralisch verhält, dann aus strategischen Gründen. Laurence? Es kann gefährlich sein, das zu vermischen. Zweck eines Unternehmens ist nicht, das Gute auf Erden zu schaffen. Nein. Das heißt nicht, dass es das Schlechte hervorbringt, aber darüber definiert sich ein Unternehmen nicht. So ist es. Vermischen wir nicht die Zuständigkeiten. Ich habe nur den Eindruck, dass Länder, Staaten, Nationen den Unternehmen derzeit immer mehr moralische Verantwortung übertragen.
Sie sollen für die Menschenrechte oder die Umwelt kämpfen. Dabei ist es doch in erster Linie Aufgabe des Staates, entsprechende Gesetze zu schaffen, sicherzustellen, dass Kinder nicht arbeiten müssen und zu kontrollieren. Und vor allem, wenn Firmen sich für so etwas einsetzen, geschieht das nicht uneigennützig. Das Unternehmen muss Wohlverhalten zeigen, um sein Image aufzupolieren und seine Produkte zu verkaufen. Aber das funktioniert nur, weil das Gute gerade im Trend liegt. Wäre das Laster im Trend, würde auch die Firma sich entsprechend verhalten. Ach so, Sie meinen, wenn die Gesellschaft Laster und Denunziation gutheißen würde? Ja, natürlich, aber ich glaube, wir entwickeln gerade ein Bewusstsein für diese neuen Herausforderungen. Aber was für ein Bewusstsein entwickelt denn ein Unternehmen? Dass man moralisch handeln sollte und dann in Wahrheit nur strategisch seine Interessen verfolgt? Nein, ich glaube eher... Ein einfaches Beispiel. Man muss umweltbewusst handeln und die Erderwärmung im Blick haben. Oder denken wir an die Menschenrechte. Das Prinzip, wer nicht gesehen wird, wird auch nicht haftbar gemacht. Das Handeln im Verborgenen funktioniert nicht mehr. Wir erleben gerade einen ungeheuren Wandel der Kommunikationsmittel. Eine Transparenz, die es uns ermöglicht. Ja, aber heutzutage wird es offensichtlich. Ich formuliere das Dilemma mal anders. Steckt dahinter nicht ein gewisser Zynismus? Genau, darauf will ich hinaus. Eine Firma, die für Saudi-Arabien oder China arbeitet und demnach mit Ländern handelt und verhandelt, in denen Frauen verschleiert sein müssen und bis vor kurzem nicht Auto fahren durften. Das kann aus moralischer Sicht schon mal schwierig werden. Aber die Firmen tun es trotzdem. Manchmal hört man dann das Argument, das wird sich schon entwickeln und besser werden. Deshalb tun wir das. Wir werden uns nicht einfach abwenden. Das war ja auch die große Idee der Aufklärung. Handel und Industrie verbreiten Tugend dort, wo keine ist. Was würden Sie denn zu einem Firmenchef sagen, der mit China zusammenarbeitet und zur Beruhigung seines moralischen Gewissens erklärt, das wird schon, davon, dass wir mit denen Geschäfte machen, wird es auch nicht schlimmer. Ich würde zu ihm sagen, Moment mal. Morgen werden Ihre umweltbewussten Aktionäre Sie fragen, sagen Sie, investieren Sie denn auch wirklich in Bereiche... In tugendhafte Unternehmen? Genau. Oder lassen Sie fünfjährige Kinder für sich arbeiten? Eben. Und dann wird der Angestellte sagen, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, in dieser Firma zu arbeiten. Zumal man sich heute über die Presse und die sozialen Medien informieren kann. Und weil die Aktienkurse sinken, wenn der Ruf eines Unternehmens beschädigt ist. Laurence, ich komme noch mal auf die Sache mit dem Portemonnaie zurück. Es gibt also zwei Gründe, es zurückzugeben. Der erste, es gehört mir nicht, also suche ich seinen rechtmäßigen Besitzer und gebe es ihm wieder, ohne einen Cent für mich zu behalten. Der zweite ist der Grund, den Kapitän Haddock hat. Er ist völlig verzückt über seine eigene Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft. Liegt darin nicht eine Menge Eitelkeit oder sogar Zynismus? Jedenfalls keine Moral. Nein. Worüber wir hier diskutieren? Dasselbe Verhalten kann aus Zynismus oder moralischem Gewissen resultieren. Eben. Sie haben es ja selbst gesagt. Es gibt so etwas wie den bestirnten Himmel der radikalen Moral. Das ist Kant, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Gut und schlecht sind nicht verhandelbar. Ich glaube nicht an Grauzonen. Ich glaube an gut und schlecht. Ich bin keine Manichäerin, die glaubt, dass beides sich vermischt. Aber es gibt auch etwas Absolutes. Genau. Sie haben gesagt, eine Etage unterhalb der Moral ist die Ethik angesiedelt. Und die hilft mir herauszufinden, wie ich hier und jetzt der Radikalität von Gut und Böse gerecht werde. Das finde ich entscheidend, denn ich glaube, dass man dieses Absolute bewahren muss. Gut und schlecht sind absolute Werte in unserem Leben. Aber für wen wird es bewahrt? Der das Portemonnaie zurückgibt, kann zynisch sein. Der Staatschef, der dem Diktator in die Hände spielt, tut das im Namen des Kampfes gegen Arbeitslosigkeit und den Freihandel. Eben, man handelt im Namen von etwas. Der Unternehmer vertritt seine Interessen. Ja, aber auch ein tugendhafter Mensch, der im Namen des Guten handelt, weil es gut ist, gut zu sein, bewegt sich nicht mehr im Bereich der Moral. Moral ist zwangsläufig interesselos. Die wahre Moral schert sich nicht um Moral im Sinne von Anpassung, Mitgefühl oder guter Absicht. Sittlichkeit, Religion, Wohlverhalten, all das ist nicht Moral.
Die wahre Moral schert sich nicht um Moral, das ist von Blaise Pascal. Man braucht also keine 10 Gebote, keine Kritik der praktischen Vernunft und keine Bibel, um zu wissen, wann man sich gut verhält und wann schlecht. Es war sehr spannend, mit Ihnen zu diskutieren, Dominique. Herzlichen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Merci infiniment d'avoir joué le jeu comme ça. Prudence Petzer ist Lehrerin in einer dritten Grundschulklasse. La morale à l'école, c'est pas que des leçons écrites, c'est sûr. Même si je pense que c'est important de mettre des mots sur une feuille et de l'écrire de sa main pour que ça rentre, parce que ils lisent leurs leçons quand même, et ils les apprennent et ils les retiennent. Plus jeune, j'ai l'impression que c'est on respecte les règles pour pas se faire gronder, pas se faire prendre, et pour être félicité par ses parents et peut-être avoir des cadeaux en carotte. Mais bon, ils agissent encore pas mal comme ça. Mais en CE2, là, les enfants que j'ai actuellement, j'ai l'impression qu'ils se posent plus de questions sur... Enfin, en tout cas, en EMC, ce qu'on fait en classe, j'aurais demandé de réfléchir sur la cause de pourquoi cette chose est interdite ou pourquoi ce serait envisageable de l'éviter, enfin, préférable. Et ils ont toutes les réponses. Après, j'essaie de... Ils me donnent des bonnes réponses parce qu'ils les connaissent. Mais je n'ai pas envie qu'ils me donnent des bonnes réponses pour qu'encore une fois, ils soient valorisés et qu'ils soient bien vus par la maîtresse. Mais plutôt qu'ils la comprennent et qu'ils agissent comme tels. Parce que le bien, ils le connaissent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils agissent de la bonne manière. Manche Schüler haben wirklich Glück, was? Es gibt so wunderbare Leute da draußen. Kantianer, die gar nicht wissen, dass sie welche sind. Und solche, die es wissen. Auch das. Aber hier wird Kindern Kant vermittelt, ohne dass er zitiert wird. Diese tolle Grundschullehrerin sagt hier 2 bemerkenswerte Dinge. Zum einen versucht sie, ohne Belohnungen zu arbeiten. Ja. Ohne Belohnung und ohne Rohrstock. Spinoza sagt in seiner Ethik, dass alle, die im Hinblick auf eine Belohnung oder Strafe handeln, Mohrrübe oder Rohrstock, sich unethisch verhalten werden, sobald diese wegfallen. Sie handeln nicht um des Guten oder Schlechten willen. Nein. Das ist völlig abgekoppelt. Sie handeln nur im Sinne ihrer Interessen. Und andererseits gibt es für das Schlechte und das Gute die absoluten Werte. Sie fordern mich, um existieren zu können. Gleichzeitig gibt es sie außerhalb meines Urteils, ob ich will oder nicht. Das heißt, ich habe nicht die Belohnung im Blick, denn dann geht es nicht mehr darum, Gutes zu tun, sondern um meinen guten Ruf und mein moralisches Gewissen. Oder darum, eine Ruhe zu haben. Und dann ruhig schlafen zu können. Aber das geht nicht. Moral ist der Stachel in meinem Fleisch. Das ist einfach so. Wer meint, mit der Moral im Frieden zu leben oder gar Frieden zu haben, weil er moralisch ist, der hat keine Moral. Noch eine letzte Frage. Die Lehrerin sagt über ihre Schüler, manche wissen, was sie mir antworten müssen. Aber diese Antwort, dieses scheinbare Wissen über das Gute, hat überhaupt keine Auswirkungen auf das, was sie tun. Was denken Sie über diese Kluft zwischen dem Wissen, was das Gute ausmacht, und der Tatsache, dass man im Alltag genau das Gegenteil tut? Sie haben 30 Sekunden. 30 Sekunden, um die Tragik des Willens zu erklären? Ja. Nicht unbedingt die Tragik des Lebens, aber die des Willens. Denn der Wille will das Gute. Ihnen hat ja meine Formulierung moralische Rührung gefallen. Tatsächlich glaube ich an eine Art der Rührung durch das Gute. Es gibt etwas in uns, das schmilzt. Eine moralische Sensibilität, die aber nicht sentimental ist. Gleichzeitig tue ich nicht das, was ich will. Nicht in dem Sinne, dass ich nicht frei bin, aber ich lege meine Freiheit in Ketten. Es würde mich befreien, das Gute zu tun. Befreien von allen Lasten, von meiner Gier, meinem Egoismus. Trotzdem ist mein Wille gewissermaßen von sich selbst amputiert. Und ich tue es nicht. Der schlimmste Feind meines Willens. Was kann man da tun? Ich darf das Geld nicht einstecken, das weiß ich längst. Klar, aber wenn es da so herumliegt, nehme ich es. Genau, man steckt es trotzdem ein. Und das ist die Tragik des Willens. Ich kann erkennen, was das Gute ist. Aber ich tue das Schlechte. Eben. Obwohl ich das Gute selbst anerkenne und gutheiße. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir zitieren den Satz auf Lateinisch. Tun Sie das. Was Sie gerade gesagt haben, ist von Ovid, aus den Metamorphosen. Video meliora proboque, deteriora sequor. Auf Deutsch, ich sehe das Gute und heiße es gut, das Portemonnaie zurückgeben, und dennoch tue ich das Schlechte. Und mit diesen warmen Worten, ohne zu teilen? Ja, so wie Gyges in Politia. Er findet einen Ring, der ihn unsichtbar macht, und sofort benimmt er sich wie eine Wildsau.
Der Ring befreit ihn von der Moral. Ja. Wer unsichtbar ist, darf alles. Kinder lieben dieses Dilemma. Was würdet ihr tun, wenn ihr unsichtbar wärt? Wärt ihr dann genauso brav? Ich glaube, das finden alle toll. Wenn man von der Last der Moral befreit wäre, denn es ist trotz allem eine Last, mit der Moral zu leben. Das bedeutet nämlich, mit sich selbst zu leben. Und bei Kindern funktioniert das wunderbar. Bei Erwachsenen nicht? Doch, aber ich spreche jetzt von einer Unterrichtssituation. Ah, die Grundschullehrerin. In der die Lehrerin zu den Kindern sagt, stellt euch vor, ihr hättet einen Gegenstand, mit dem ihr euch auf der Stelle unsichtbar machen könnt. Würdet ihr euch dann genauso verhalten wie jetzt? Normalerweise lieben Kinder diese Frage. Sie kriegen dann ganz rote Wangen. Kommen Sie, wir verschwinden. Das war's. Werden wir jetzt zu Güges? Ja. Und können ungestraft etwas Schlechtes tun? Ganz ungestraft. Das Fazit hatte ich mir anders vorgestellt. Leider so ist es nun mal. Wir haben keine Wahl. Wäre schön, wenn wir teilen. Machen wir. Vielleicht könnte ich etwas mehr kriegen? Warum denn Sie? Müsste man die Ethik, die Bibel oder die Kritik der praktischen Vernunft gelesen haben, um ein Gespür für das Gute zu bekommen, dann wäre es noch seltener anzutreffen als ohnehin schon. Aber Literatur ist hier völlig überflüssig, genau wie Lektionen in Moral oder sogar in Philosophie. Es genügt das Geheimnis des Herzens. Man kann die Menschen noch so sehr blenden und sich als Wohltäter aufführen, einer wird es immer merken und sich nicht täuschen lassen, man selbst.